Hervorragend. Und er sagt jetzt so: Ach, Babe, guck mal. Ach, hier regnet es einfach schon wieder in der City. Komm, das ist doch echt nix, ne? Ich weiß, es ist zwar erst Dienstag, aber ey, was hältst du davon? Komm, wir fahren einfach schnell in das Strandhaus meiner Eltern. Der Jet ist doch super schnell ready. Lass uns einfach abdüsen, Babe, ja? Habe ich irgendwie gar keinen Bock. Und ich habe vor allem Bock, habe ich einfach auf Party Girl. Was hältst denn du davon, ha? Und sie so: Ach, ich bin noch ganz schön hangover, aber gib mir eine Line und ich bin dabei. Ich habe das Gefühl, sie wird gerade schon dünner. Und sie so: Ah, ja doch, also Party, ich wäre schon dafür. Du hast schon recht. Er guckt dir das Wetter an. Ist ja echt fürchterlich, ne? Nee, 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 geht gar nicht, geht gar nicht. Okay, pass auf. Hervorragend. Wir machen eine Paartherapie. Nein, wir nehmen uns Urlaub. Wir fahren in Urlaub mit Valerie. Nehmen wir noch Freunde mit? Am besten eigentlich ja, ne? Jenny, Phoenix, Christina und Ashton. Absolut kein Peil, wer das alles ist. Christina müsste seine Schwester sein. Wir nehmen die einfach mit. Wir machen Partywochenende in der Villa und sie denkt sich so: What the fuck? Zekuni. You're Drinka. Pofalain Nardu. Auf geht's. Sie ist total begeistert. So. Sulani. Here we go, let's go. Perfekt. Wir können es mieten. Das finde ich schon mal hervorragend. Wir machen mal 2 Tage. Falls wir nur einen Tag brauchen, breche ich vorher ab. Gut, man kann ja auch immer verlängern, ne? Ah, ab geht die Party und die Party geht ab. Hey, ab in den See. Kennt das noch jemand? Ein bisschen alt. Genauso wie ich. So, alrighty, Popeidi. Und damit ist die Bagage angekommen im Urlaub. Herzlich willkommen noch zu einer neuen Folge Sugar Baby. Wie angekündigt, sind wir im Urlaub mit einer bunten Mischung. Wer ist eigentlich Maya Brandenburg? Die ist jetzt einfach mitgekommen. Ashton ist dabei, Phoenix ist dabei, Jenny und Christina. Ich muss jetzt gerade mal reinschauen, wer von denen irgendwie Verwandtschaft von ist eine Freundin. Okay, die scheinen sich aus der Highschool zu kennen. Der Style ist auch maximal wild. Ist Christina seine Schwester? Ja, Christina ist wahrscheinlich die jüngere Schwester. Und wer ist Ashton? Ashton ist, man weiß es nicht, auch ein Kumpel oder so? Ja. Scheint auch ein Kumpel zu sein. Super. Haben wir geklärt. Und Phoenix. Phoenix Fang. Müsste höchstwahrscheinlich der Bruder sein. Jawohl. Okay. Also, wir haben alle Geschwister mitgenommen. Wie gesagt, die zwei sind jetzt gerade vorübergehend in einem Haushalt, damit ich das hier alles ein bisschen einfacher steuern kann. Er hat jetzt vorhin eigentlich Urlaub genommen. Ist mir aber ansonsten auch egal. Und ansonsten geht es ihm auch gut. Wir müssen bei ihm noch ein bisschen was ändern. Und zwar, weil das hatte ich bisher nämlich noch nicht gemacht, wir werden erstmal noch seinen Kinderwunsch auf, dass er keine Kinder möchte, ändern. Und dann möchte ich ganz gerne noch, sofern das hier geht, ja, seinen Fertility-Status hochsetzen. Er hat keine Dinge im Inventar, das ist sehr gut. Spoiler Alert, Valerie auch nicht. Und damit betreten wir offiziell das Partyleben und Valerie geht sich erstmal eine Line ziehen. Hat sie? Hat sie dabei? Kannst du mal alles aufmachen, Schätzekind? Ah nee, sie braucht keine Leine, sie muss sich eine Pille werfen. So. Sie wirft sich erstmal eine Pille, weil sie hat dann noch einen massiven Hangover. Und er schmeißt jetzt auf jeden Fall erstmal die Musik an. Elektronika, meinetwegen. Und jetzt spielen wir hier erstmal eine Runde Karten irgendwie mit allen. Okay, es geht nur mit 3 Leuten. Perfekt. Wir spielen jetzt erstmal eine Runde Karten. Und werden dann auch schon mal direkt einen Barkeeper engagieren. Das kann vielleicht Valerie einfach übernehmen. Hat sie die Pille jetzt eingeworfen?
Ich weiß es nicht. Nimm dir eine Pille. Okay, hat es vielleicht noch eine geworfen. Ja, sie hat noch eine geworfen. Stell mal bitte Personal ein. Und zwar einfach einen Mixer, bitte. Den brauchen wir auf jeden Fall. Und wir bräuchten vielleicht auch noch einen Koch. Weil wir sind ja hier auf jeden Fall Luxusleute, ne? Und ein Caterer. Hervorragend. So. Sie kriegt einfach so viel Tantiemen. Das ist schon geil. Perfekt. Alrighty, Popeidi. Das heißt, hier wird jetzt auf jeden Fall dafür gesorgt, dass wir maximal viel Spaß bekommen. Ja, du hast dich mit Victor angefreundet. Er ist ziemlich cool. Ja, ja, ja. So, wieso spielt keiner mit dir Karten spielen? Ihr sollt Karten spielen. Wieso ist er denn so traurig jetzt? Sinn des Lebens. Ist ja interessant. Er zweifelt über den Sinn des Lebens, aber er freut sich über ein schlaues Kartenspiel. Na, ist ja toll. So, Valerie geht's jetzt auch wieder super gut. Das ist schon mal schön. Ah, ich muss das Entjungfert-Ding noch von ihr wegnehmen, aber das kann ich auch sonst im nächsten Part nochmal machen. Das ist kein Problem. So, sie kann sich dann hier gleich erstmal direkt auch noch was zu trinken gönnen. Perfekt. Wir schallern uns jetzt natürlich ordentlich rein und machen hier Fettparty, ne? Ist ja klar, weil wir sind ja hier in der Luxusvilla von denen und hier ist einfach nur Karacho am Start, ne? Gibt es hier auch Musik? Ich hätte ganz gerne eigentlich in der gefühlt gesamten Anlage eigentlich Beschallung. Ne, gibt es hier leider nicht. Na, ist egal, dann geht es jetzt gleich erstmal hier drüben noch zu den Leuten. Unser Caterer sitzt auch einfach hier. Okay, sie kann ja mal die Geschwister kennenlernen. Stell dich mal fröhlich vor. Das wäre vielleicht auch wichtig. Ulrike will mit uns zu Geekon. Nee, Ulrike, es tut mir leid. Ich habe gerade ehrlicherweise Besseres zu tun. Ich bin mit meinem Boy im Urlaub. Ne, wir machen hier ein bisschen Party. Wir sind ein bisschen der Stadt entflohen, weil das Wetter war ja echt scheiße. Und da kann man halt auch mal schnell mit dem Privatjet einfach wegfliegen, weil, ne, wir machen das halt so. So, dann kann sie sich mal bei ihm noch fröhlich vorstellen. Sehr gut, dann kennst du wenigstens auch schon mal sozusagen jetzt hier gleich die ganze Bagage. Fröhlich vorstellen, sehr gut. Ach, sind schon gute Freunde geworden, da läuft ja bei denen. Und bei ihr auch einmal freundlich vorstellen, hervorragend. Damit wir sozusagen auch noch die gesamte Clique so ein bisschen kennenlernen. Dann gehst du mal zu deinem Boy, ein bisschen flirten. Vielleicht kannst du mit ihm auch noch eine Dings... dein Lächeln ist so bezaubernd, Boy. Absolut bezaubernd. Dann kannst du vielleicht mit ihm ja auch so eine Pille schmeißen gemeinsam. Geht das? Ging das auf der Dingens gemeinsam? Nö. Achso, sie kann gerade nichts mehr einwerfen, weil sie gerade eh schon noch genug hat. Okay, okay, okay. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon... dein Hintern ist einfach perfekt. Ist halt, wie es ist, ne? Man muss halt auch mal die Wahl... Also, sie kann eben einfach einen Heiratsantrag machen. Ein Kuss für dich, mein Baby. Ich liebe es. Dann können die zwei nochmal ein bisschen rumknutschen. So, der Caterer hat hoffentlich hier irgendwie was zu essen gemacht. Der Mixer ist fleißig am Mixen. Der kommt auf jeden Fall ran. Ja, der schallert immer weiter Getränke raus. Stimmungslöser, entfernt sofort. Was mixst denn du für geile Sachen, Alter? Jugendtrank? Was mixt denn der für geile Sachen? Wo kommt das denn her? Ist ja ultra nice. Kassiere ich uns direkt ein, Leute. Das ist ja der Burner. Den kann sie mal auch noch trinken gehen. Er kann sich auch mal ein bisschen hier einen Gin and Tonic gönnen und dann noch diesen Salty Dog. Damit die Drinks hier auch ordentlich genutzt werden. Ist ja wichtig, ne? Ja, perfekt. Guck mal, gehen auch alle mit. Sehr schön. Er ist eine Emotionsbombe, ne? Das passt irgendwie zu ihm. Passt schon, ne? So, dann sei auch mal zu ihr so ein bisschen Romantiko. Aber wir müssen gleich erstmal auch wild küssen. Kenn ich nicht. Will ich sehen. Kannst du das alles stoppen? Ich will sehen, wie du sie wild küsst. Vor allem in einer wütenden Stimmung. Wo bist du denn?
Ach, dass sie immer so viele Bedürfnisse haben, die Sims. Ne? Ich weiß nicht, ich will auf Toilette. Freundschaft kündigen. Ich wollte sie wild küssen. Ach, nee. Wo gehst denn? Ja, dann geh halt jetzt pieseln, du Nuss. Boah, jo. Ah, geht doch. Und jetzt ist er wieder super happy, ne? Naja, ist egal. Stell mal eine schlüpfrige Frage deinem Babe. Frag sie nach der Stimmung. Ich glaube, es geht ihr ganz gut. Mach nochmal eine tiefgründige Unterhaltung. Wir wollen ja nicht behaupten, dass das hier nur alles oberflächlich sei, ne? Kannst du dann jetzt mit ihm eine kleine Pille werfen? Hm. Nee, kann sie noch nicht. So. Aber er möchte doch bestimmt mit tanzen, weil er wollte ja unbedingt Party machen, ne? Hast du jetzt alle kennengelernt? Ja, hat sie. Ja, sehr geil. Alright, Leute. Alright. Die Party ist auf jeden Fall in vollem Gange. Kann man nicht anders sagen. Genauso wie es geplant war im Prinzip. So. Wir bitten nur, Freunde zu sein. Nee, nee. Mama Zukunftspläne mit ihm. Und er könnte eigentlich auch mal ein bisschen so ein Freizeitoutfit anziehen, ne? Hat er irgendwas Chilligeres, was wir ihm anziehen können? Dresser. Outfit wechseln. Was habe ich ihm denn als Sommerklamotten gegeben? Doch bestimmt was Adäquates. Ja, aber das da ist halt nice. Ich glaube, ich habe den noch nie in anderen Klamotten gesehen, außer in seinem Standard-Outfit. So, mal gucken bei ihr. Wir müssen sie auch irgendwie mal wieder umstylen. Das fühle ich schon sehr. Aber machen wir dann, wenn sich halt hier eh alles verändert, dann ist es easy. Guck mal, das da ist doch geil. Das da ist doch richtig nice, Leute. So, dann tanz noch mal eine Runde mit, Girl. Jawohl, läuft bei uns. So muss der Urlaub sein. Schön chillig. Share pink Rolex. Yes, please. Jetzt geht's wieder. Papa Molly with me. Ja, so, na klar, bin ich dabei. Wir sind ja für Party hier, Girl. Hast du vollkommen recht. Gute Idee, gute Idee. Oh Mann, ey, ich sag's euch. Ich hab tatsächlich schon das Gefühl, dass sie irgendwie dünner wird. Erzähl mal noch. Du bist sexy, Schätzchen. Kann sie noch leidenschaftlich küssen, meinetwegen. Weil ist ja klar, was passieren wird, ne? Ihr wisst ja noch, was ich gesagt habe. Und es ist ja klar, was hier passieren wird. Lala. Partyurlaub. Bisschen süß sind die zwei ja trotzdem, ne? Eigentlich ist es schon ein bisschen schade, dass das irgendwie nicht so richtig halten wird, aber so ist es. Dann geht's halt mal Techtelmechtel machen. So, ich hoffe, die Musik macht keine Probleme. Also, da bin ich dabei! Hör mal, gute Idee! Besoffen, auf Droge, macht man natürlich auch im Urlaub Dinge, ist ja Logo. Und ihr Bruder ruft noch an und sagt so, ey, voll cool, dass du dich mit Fabios Vater angefreundet hast. Der ist doch voll cool. Mhm. Mal gucken, wie cool der noch sein wird, wenn die zwei aus dem Urlaub zurückkommen.
Mir dünkt, dann ist er nicht mehr ganz so... Oh, oh, no protection. Oh, Leute. Oh, Leute, Leute. Oh, weia. Oh, weia. Hei, ei, 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 ei. Wir machen das nochmal so auch direkt. Also ich weiß, das ist jetzt wieder so ein bisschen alles erzwungen und so, aber... Ach so, sie wird jetzt bestimmt, oder sie werden nicht wollen, oder? Doch. Natürlich wollen sie. Eieieiei. Eieiei. Schauen wir mal. Ja, ja, doch, doch, doch. Sie hüpfen in die Federn. Gar kein Problem. Schön. Halten wir es in Erinnerung. Forever and ever. Aber die zwei sind halt jung, ne? Man hat halt nur Party im Kopf und da vergisst man halt andere Dinge. Da vergisst man halt wichtige Dinge. Das passiert dann, ne? Wenn man so voll gepumpt ist mit allem Möglichen. Aber diesen Jugendtrank, den der Barkeeper da hergestellt hat scheinbar, das ist ja auch echt vollkommen wild, oder? Habt ihr das schon mal gehabt, dass der Barkeeper in Sims sowas zusammenmixt? Ich hatte das noch nie. Selbstsicher werden. Okay. Einen Arbeitstag in Bereitschaft für neue Herausforderungen. Okay, 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 okay. Also, das ist eine wilde Zeit hier am Start. Mm. Sehr schön. Es geht allen absolut hervorragend. Ja, sie kann ja vielleicht mal sich hier noch ein Bad gönnen. Nimm dir ruhig mal ein Schaumbad, Girl. Gönn dir, gönn dir. Okay, sie ist gerade jetzt benommen und sobering up. Alright. Gut, er ist auf jeden Fall noch in bester Laune. Dann kann er hier mal gucken, vielleicht gibt es ja was zu futtern. Wo ist denn das, was der Caterer irgendwie gemacht hat? Hat er überhaupt was gemacht? Wo ist der Caterer? Ist der schon wieder weg? Wie lange bleiben die denn immer so, wenn man die einstellt? Scheinbar nicht so lange, ha? Naja, gut, okay, komm. Kann er kochen? Level 1. Der setzt die Küche in Brand. Nee, der besorgt uns bitte nochmal einen Caterer. So. Alles klar. Service Sim ist unterwegs. Dann nimmt er sich noch hier den Gin and Tonic. So, und bei ihr ist krank melden und zu Hause arbeiten, zur Arbeit gehen. Ja, melde dich krank. Oh, mir geht's ganz schlecht heute. Ich habe irgendwie so ein bisschen Schwindel. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Kann ich mir gar nicht erklären. Ach, da ist Musik. Wir können einfach einen Schwangerschaftstest machen. Okay, Leute. Here we go. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Upsi. Oh, 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 oh. Okay, gut. Ich habe natürlich es auch ja in gewisser Weise schon provoziert. Oh, sie einfach kompletter Mental Breakdown. Kompletter Mental Breakdown einfach. Oh, girl. Ach, naja. So sieht's aus. Nun ja. Dann hat das ja scheinbar direkt funktioniert. Bam, bam. Und er hat sich eingepinkelt oder was?
Oh, Reba. Er hat sich eingepinkelt. Läuft bei ihm. Dann stellt sie mal noch einen Mixer ein. Ihr braucht sie nämlich erstmal, auf den Schock brauchen wir erstmal einen Drink. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, das ist eigentlich total witzig, jedes Mal irgendwie, also ich glaube mittlerweile wird es ein bisschen anders gemacht, aber in Filmen ist es oft so, dass wenn jemand schwanger ist und das dann auch verkündet, yay, erstmal anstoßen, Prosecco. Das ist eigentlich so falsch, wisst ihr? Das ist richtig falsch. Okay, lass mal gerade gucken, kann sie ein bisschen kochen? Wir müssten hier was zu essen, ja, Level 3. Wir bräuchten hier mal so ein bisschen was zu essen. Ja, Gemüseteigtaschen wird es ja wohl hinkriegen. Weil wieso kommt kein Personal mehr? Wir könnten halt echt Personal gebrauchen, aber ja. Nun gut, nun gut. Also er weiß jetzt natürlich noch absolut gar nichts von seinem Glück. Getränke mixen üben. Naja, gut, Fabio, warum nicht? Warum nicht? Kannst du mal das geile Outfit anziehen, bitte? Das fand ich so nice mit dem Hut. Schätzeken. Das war schon schön. Ich glaube, da müsste es auftauchen. Nicht ganz. Dann da. Sehr gut. Das steht ihr. Sehr, sehr schön. Absoluter Traum. Den Salty Dog, den kann sie sich dann gleich auf den Schock erstmal noch runterkippen. Noch weiß sie natürlich, also doch, sie weiß es schon. Fabio weiß noch nichts von seinem Glück. Sie wird das jetzt auch erstmal noch für sich behalten, während sie krank zu Hause war. Ja, ja. Und sie muss jetzt da erstmal selber damit klarkommen. Sie ist auf jeden Fall extrem angespannt. Weil das natürlich absolut nicht das war, was sie eigentlich wollte. Jetzt kannst du mal alle hier bitte zum Essen rufen. Fabio wird das jetzt erstmal dann natürlich nicht wirklich verstehen, was eigentlich bei ihr los ist. Ah, jetzt ist der Caterer da. Ist ja der Wahnsinn. Ach, guck mal, das bin ich, Leute. Das bin quasi ich. Das ist Sarah Smithfield. Süß, oder? Hatte ich irgendwann mal als Dingshaushalt hier erstellt, als so Test- und Test-and-Play-Haushalt, so süß. Ach ja. Sad Sim. Ja, wir sind auch sad. Dann schrei sie mal an, weil das ist das, wie du das gerade fühlst, habe ich das Gefühl. Tschüss. Habe ich gern gemacht. Und ihre Social Popularity steigt trotzdem, weißt du? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Trixbix, hallöchen und ganz lieben Dank für dein Follow. So, dann sei erstmal noch mal ein bisschen weiter romantisch zu ihm. Wir tun so, als ob natürlich alles in Ordnung ist. Und machen da jetzt erstmal gar nichts weiter. Also sie muss noch viermal MDMA nehmen. Das geht auf jeden Fall. Das kriegen wir irgendwie hin, ohne dass das die Schwangerschaft gefährdet. Aber ich würde trotzdem sagen... Wieso sprecht ihr da über Kinder? Du behältst das für dich, Kind. Du behältst das für dich. Also sie ist auf jeden Fall natürlich super unglücklich über alles. Sie ist nicht bereit... Und überhaupt, ja, also war ja auch schon nicht anders zu erwarten. Wieso macht der Caterer eigentlich die ganze Zeit nur irgendwie irgendwas zu trinken? Können wir dem Caterer irgendwie sagen, dass sie was kochen soll? Also, dass sie so richtig was kochen soll? Bitten zu gehen? Nein, nein, auch nicht. Nicht wirklich, ja. Kann man hier dem Caterer irgendwas sagen? Nö. Na gut, dann hoffen wir mal, dass er noch was zu essen zubereitet, dass wir morgen noch was haben. Schön, schön, schön. Es ist dramatisch, aber so, wie wir es haben wollten. Irgendwie ist gerade die Partystimmung so ein bisschen gekippt, habe ich das Gefühl. Ist aber eigentlich gar nicht unsere Schuld. Aber es ist auch schon 14:45 in der Nacht. Da könnte man auch vielleicht mal kurz eine Runde pennen gehen.
So, geh einfach mal schlafen. Ihm geht's auch mega beschissen. Er kann mal hier pieseln und dann auch schlafen gehen. Dann machen wir die erste Partynacht, machen wir mal einen Knoten rein. Und ich denke mal, am nächsten Morgen sollte man noch nichts sehen können. Zweites Trimester in 19 Stunden. Das sollte sich noch, sollte noch anhalten, dass wir das so hinbekommen. Ja, um 2 Uhr geht es normalerweise erst richtig los. Ne? Das sind eigentlich nicht so wirklich die reichen Kids hier. Tja, aber alle sind müde. Ah, die stehen gleich wieder auf und dann geht's weiter. Gleich geht's hier weiter mit der Party. Aber an für sich ist es schon eine schöne Villa, muss man sagen. Ja, Sporttag ist schön, toll, behalte es für dich. Ah, vielleicht sind die Caterer und Mixer dann auch gegangen, weil es irgendwie zu spät wurde oder so, ne? Weiß man nicht. Weiß man nicht. So. Wer schläft denn nicht? Es wäre echt schön, wenn alle schlafen würden, aber ich glaube, das funktioniert ja selten. Seltenst. Irgendwer ist auf jeden Fall wach. Ach ja, die zwei hier. Christina und Ashton sind auf jeden Fall fit. Nun gut. Er ist jetzt auf jeden Fall ganz schön drüber. Ach so, und wer bist du? Stopp. Wer bist denn du? Nani. Stell dich mal bei ihr vor. Weil jetzt, wo ich gerade die Kontrolle nämlich über ihn habe, ihr wisst ja, dass er auch ganz schön sprunghaft eigentlich ist. Deswegen könnte er ja hier vielleicht mal ein bisschen flirten, während Valerie noch schläft. Würde ich nämlich eigentlich ganz cool finden. Flirte mal ein bisschen mit ihr. Na, heiße Schnitte, wer bist denn du? Bist reingehüpft hier in unsere Bude. Aber danke. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Du bist eine Augenweide. Sie ist Single. Schön, dann fragst du mal nach ihrer Stimmung. Flirte noch mal ein bisschen mit ihr. Was hat er jetzt? Nani massieren. Ich sag's euch. Mach ihr mal ein Kompliment. So ein Schwerenöter. Mach mal einen kleinen Anmachspruch. Können wir sie bitten, auch abzuhängen oder so? Nicht wirklich. Ne? So. Pünktlich, während Valerie runterkommt, hört er natürlich das Flirten auf. Sie hat es auf jeden Fall nicht mitbekommen, glaube ich. Ne. Sie hat es nicht mitgekriegt. Ja. Aber das war halt eh mal gut, weil ich wollte das sowieso schon die ganze Zeit irgendwie mal einstellen, dass er auch mal mit jemand anderem vielleicht so eine kleine Flirterei hat. Aber hat er bisher ja nicht. Stimmt, wo wir jetzt gerade auf ihn drauf sind. Lass mal gerade gucken, bitte. Ich will mal ins Profil reinschauen. Mhm. Freundlicher Rat, verknallt, zusammengewachsen. Ja, okay. Aber sie hat schon auch stärkere Gefühle ihm gegenüber als umgekehrt. Ne? Das sieht man halt auch schon so. Also sie hat zum Beispiel halt auch verknallt. Und also er hat zwar auch so absolute Verehrung, aber halt tiefe Verbundenheit nur so ein bisschen und freundlicher Rat, ne? Also klar, ist seine feste Freundin, aber so richtig, ne? Finde ich schon interessant. Finde ich schon sehr interessant. Was denkt er eigentlich über seine Schwiegermutter in Spee? Nix. Läuft. Absolut nix. Und hier diese Neue hier, die uns jetzt begegnet ist, auch noch gar nichts soweit. Ist sie noch da? Ach hier, das ist eine Verkäuferin. Interessant. Dann geh doch noch mal Essen bei ihr bestellen. Hol doch mal noch gegrillten Fisch. Und dann kannst du noch mal ein bisschen mit ihr flirten. Frag mal nach ihrer Nummer, ganz frech. Und
flirte nochmal mit ihr. Okay, es geht ihm maximal scheiße, ich weiß, aber noch einen Tag Urlaub, ja. Ja, auch einfach so ganz lässig in seinen ne, Oberkörper frei. Klar, so geht jeder dann auf jeden Fall hier zum Dings hin. Und flirtet erstmal noch eine Runde mit der Verkäuferin. Ist halt eh klar. Also ich muss ja sagen, nicht nur dein Fisch ist ganz schön heiß, sondern du auch. Oh Mann, ist der schlecht. Der war ganz schlecht. Der war echt ganz, ganz besonders schlecht. Okay, jetzt findet sie es scheiße. Dann bitte sie mal noch abzuhängen. Fand sie es kacke jetzt, okay. Charmoffensive hat scheinbar nicht so funktioniert. Und sie einfach schon wieder 1500 Tantiemen. True Bay Imta. Okay, sie findet ihn jetzt gerade wieder ätzend. Was ist denn los, Herr Mai? Ich dachte, du willst ein bisschen Spaß haben. Wir machen auf jeden Fall noch fett Party heute den ganzen Tag. Kannst einfach rüberkommen. Jetzt stell dich nicht so an. Und sie so, nee, also mit so einem Schnösel wie dir. Ah, Babe, komm. Hör mal, du siehst doch heiß aus in deinen Schwimmklamotten bestimmt. Genau so kann ich mir den vorstellen. Oh, guck mal, da ist die nächste. Können wir die anflirten? Ist gut jetzt. Ist gut jetzt. Muss sie nicht direkt ganz so biestig machen. Wo ist denn das Grundstück hier? Oh mein Gott, hier. Hier. So, Party ist schon wieder im Gange. Dann kann er jetzt einfach mal zurückgehen und, ja, nimm sie mal zum Kartenspielen mit, meinetwegen. So, Valerie geht es auch richtig toll. Richtig, richtig toll geht's der. Aber wie wär's, wenn du mal was anziehst, Mädchen? Also das war ein sehr erfolgreicher Urlaub. Heieiei. So, sie kann sich ja hier vielleicht ein bisschen sonnen. Kann man sich irgendwo sonnen? Hier oben vielleicht ist hier schon Sonne? Nee, auch noch nicht. Ist noch nicht genug Sonne. Kann sie sich hier sonnen? Da müsste aber genug Sonne hinkommen. Sims können drinnen kein Sonnenbad nehmen. Ach, das wäre schade. Geht's hier vorne? Ja, da geht's. Dann in Badekleidung, bitte. Hübsch. Sehr cool. Aber bitte immer schön mit Sonnenschutz. Für Fotos posieren. Im Liegen. Nee, Sonnencreme auftragen. Nice. Wer bist denn du? Candle. Wattkurven, aber du hättest dir ruhig was anziehen können. Können wir sie einladen mitzusonnen? Geht das? Ich glaube nicht, ne? Naja, ist ja auch wurscht. Easy ja auch wurscht. Wir chillen jetzt hier auf jeden Fall eine Runde. Noch sieht man natürlich absolut nichts, was auch gut so ist. Weil wir werden das natürlich erst im nächsten Part sozusagen Fabio offenbaren, dass wir scheinbar ein kleines Urlaubspräsent mitgenommen haben. Und dann wird es natürlich interessant. Dann werde ich sie wahrscheinlich mal kurzfristig in den Haushalt der Fangs verfrachten. Weil ich dann auch ganz gerne mal gucken möchte, ob das geht, dass ich die Eltern sozusagen steuere, dass wir den Eltern, dass die Eltern die zwei belatschern, dass sie dann bitte heiraten sollen. Also, dass Fabio ihr den Antrag machen soll. Da müssen wir mal gucken, ob das hinhaut. Wieso hängt er immer noch hier? Dann geh halt zurück zur Unterkunft, du Nuss. Also, manchmal sind die echt anstrengend, ne? Geht doch. Geht doch. So, dann kann er mal wieder noch einen Caterer einstellen. Ja, jetzt geht's ihm wieder super. Tipptopp. Ach, guck mal, dein Flirt ist doch mitgekommen. Die ist am Dancen. Dann gehen wir mit ihr tanzen. So, Valerie ist tot, traurig, aber sonstig und lässt sich nichts anmerken. Ist ja klar.
Und während Fabio hinten schön hinten dran im nächsten Raum quasi fremd flirtet. Es läuft alles hervorragend. Lasst euch bloß nichts anderes erzählen. Aber das ist ja nun mal so ein bisschen das, was wir uns überlegt haben. Und wir haben ja dann im Prinzip jetzt noch sozusagen 2 Wochen, bis das neue Pack rauskommt. Und dann wird es natürlich richtig, richtig interessant. Also wir werden im nächsten Part, werden die Fangs auf jeden Fall Druck auf ihren Sohn ausüben, dass er einen Antrag machen muss. Und dann werden sich dramatische Szenen hier abspielen, Leute. Vielleicht, wir müssen mal gucken, wie lange die Schwangerschaft dauert. Ich hoffe, lang genug, aber es müsste irgendwie alles sozusagen zusammenpassen. Und damit ganz, ganz lieben Dank fürs Zuschauen in dieser Woche. Und spannend geht's dann hier nächste Woche mit unserem bald nicht mehr Sugar Baby weiter.